Der Unterschied zwischen der Psychose, der Erleuchtung und dem Buddha besteht also darin, dass der Erleuchtete geblendet ist von dem faszinierten, faszikulierenden, evidenzextatischen Genussfleisch, während der Psychotiker in Verwerfung einer unerträglichen Ich-Pseudo-Realität sich darauf versteift, dass diese nicht wirklich ist, dass sie nicht wirklich sei und deswegen an die jenseitige acherontische einzige Wirklichkeit glaubt, anstelle der vorgetäuschten. Und der Buddha stellt weder die eine Wirklichkeit, die sich uns als Maya-Glanzblend Schein zeigt, noch die andere Wirklichkeit, zum Beispiel des Unbewussten, der Träume, in Frage, sondern ist davon überzeugt, dass sie ihre Wirksamkeiten, ihre Funktion zu erfüllen haben, als sich authentifizierend wirklich machende und wirklich erscheinende. Aber er versteht deren Funktion, warum sie sich in diesem Kleide daherkommen, als selbst sich überzeugend, selbst wirklich und wirksam überzeugend, sich überzeugende und überzeugend sein wollende und müssende. Es gibt auch für den Buddha keine dritte oder vierte Wirklichkeit als diese einerseits an der Oberfläche des borromäischen Knotens sich befindende bunt vielfältig fraktale und zusammengesetzte Wirklichkeit, die an der Endstrecke immer aus einem einzigen Holz geschnitzt erscheint, im Zeitpfeil-Augenblicksmoment und der Innenseite, die Hohlform, der synthetische, die Struktur, das Zielenskelett dieser äußeren Glanzblendoberfläche ist. Es gibt nur die Innen- und Außenform, aber sie verschlingen sich in drei Möbiusbändern, um den borromäischen Knoten zu formen, der sich allerdings nur in der hystrionischen Struktur eröffnet und zeigt, beziehungsweise indirekt nachweisen lässt.